Ja, hallo ihr Lieben, ich grüße euch zu einem neuen Video von mir und freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt und ich hoffe natürlich auch, dass es euch gut geht. Und ja, dieses Zuschauerpostvideo war eigentlich schon für gestern Abend geplant, aber dann wurde ich so müde plötzlich und dann habe ich mir gedacht, nee, mach das morgen früh. Ja, wir haben jetzt freitags morgens und ich bemühe mich, dass die ersten unter euch das Video jetzt schon am Freitagabend sehen können. Ja, es ist einige Zuschauerpost doch wieder in mein Postfach gewandert, worüber ich mich natürlich sehr, sehr freue. Ganz lieben Dank an euch, ja, dass ihr mir geschrieben habt. Und ich denke, jetzt wird es mal wieder Zeit. Und ja, ich fange mal an. Also ich habe viele Postkarten bekommen aus eurem Urlaub, denke ich mal. Die habe ich jetzt hier gerade in den Händen. Jetzt fällt mir gerade ein, ich habe meine Pinnwand vergessen. Naja, beim nächsten Mal, sorry. Briefe habe ich bekommen. Versandtaschen sollt ihr mir nicht schicken. Ihr wisst, ich möchte nur Postkarten und einen Brief. Ich freue mich über eure lieben Worte, aber trotz alledem sind so, ja, drei oder sagen wir mal vier kleine Versandtaschen in mein Postfach gewandert. Aber ich fange jetzt erstmal an mit euren Postkarten. Und nicht wundern, ich bin ungeschminkt, habe mich auch gar nicht abgepudert, nix, weil ich gleich noch Sport mache und ja. Deshalb lohnte sich das Schminken jetzt nicht. Aber das ist ja nicht das erste Mal, dass ich ungeschminkt vor der Kamera sitze. Ich fange mal an mit der ersten Postkarte. Das, denke ich mal, ist eindeutig aus dem Urlaub. Also erstmal ganz lieben Dank, dass ihr überhaupt an mich denkt. Und ja, weil ich ja des Öfteren schon mal erwähnt habe, dass ich mich sehr über Urlaubspost freue. Aus Blankenberge. Da war ich jetzt im Speziellen noch nicht. Sieht aber sehr, sehr schön aus, wie ich finde. Und jetzt muss ich mal gucken, viele von euch, ich sage ja immer, wenn ich mal was nicht vorlesen soll in einem Video oder nicht zeigen soll, dann schreibt mir das bitte. Ich lese mal vor. Liebe Nadine, diesmal senden wir dir sonnige Grüße von der belgischen Küste aus Blankenberge. Alles Liebe, Gruß an Olaf und Puma, bis bald, Kussi, Allah und Ute. Ach, die liebe Ute, ja genau. Also Blankenberge liegt in Belgien. Ich und Erdkunde. Ganz lieben Dank, liebe Ute. Die liebe Ute hat mir des Öfteren schon mal geschrieben, wenn sie irgendwo im Urlaub war. Und ich freue mich riesig, dass du auch diesmal an mich gedacht hast und mir diese schöne Postkarte geschickt hast. Was ich ja immer toll finde, ich sammle ja auch Briefmarken. Das heißt im Moment nicht mehr so viel, aber ich habe ganz viele Briefmarkenalben und deshalb gucke ich mir auch immer ganz genau die Briefmarken an und ich finde die wunderschön. Und manchmal löse ich mir die dann auch ab. Ja, besondere Briefmarken und die kommt aus Belgien mit dem Schmetterling. Liebe Ute, es kann sein, dass die Briefmarke, dass ich die mal vorsichtig ablöse. Also ganz lieben Dank für deine, ja, lieben Worte. Und ich hoffe, der Urlaub war schön. Die nächste Karte kommt von Marie List. Das ist bestimmt auch irgendwo in Deutschland, oder? Ich bin mir nicht sicher. Ich zeige es euch erstmal. Auch wunderschön. Ja, hier, ich liebe Klatschmohn und jetzt will ich mal gucken. Da steht zum Beispiel obendrauf, kannst du vorlesen. Hallo liebe Nadine, ich melde mich aus dem schönen Dänemark. Okay, ist nicht Deutschland, Dänemark. Da war ich übrigens schon einmal vor 4, 5 Jahren. War sehr schön. Wo die Temperaturen angenehm sind. Ich hoffe, du und deine Familie seid noch nicht dahingeschmolzen. Viele liebe Grüße auch an die beiden. Mit lieben Grüßen, Alena. Ja, liebe Alena, dann, ich denke mal, die Karte, ja, im Moment schmelzen wir nicht dahin. Wir haben 15 Grad, es scheint zwar die Sonne, auch ein paar Wolken, aber ein paar Tage letztens waren doch sehr heiß. Und ja, ich danke dir, dass du an mich gedacht hast in deinem Urlaub in Dänemark. Ich hoffe, du hattest einen schönen Urlaub, liebe Alena. Und ja, ganz, ganz lieben Dank für deine tolle Postkarte. Gut, dann eine Karte, die hat Glitzer. Wow, Sardena, wenn man das so ausspricht. Wunderschöne Landschaft, seht ihr das? Hier, wenn ich hier drüber gehe, hier sind überall so Glitzerpunkte. Eine wunderschöne Postkarte. Das Wasser sieht ja Hammer aus. Auch da steht drauf, darfst du vorlesen. Hallo Nadine, ich schreibe dir auch endlich. Ich war eine Woche in Sardinien. Wow, da war ich noch nie. Hier ist es echt schön und warm. Das Einzige, was mir hier nicht gefällt, ist, dass ich hier nicht deine Videos sehen kann, werde ich nachholen. Schöne Grüße, Alessia. Ich hoffe, ich spreche deinen Namen richtig aus. PS, grüß auch Puma und den Olaf und Nadine 2. Ja, liebe Alessia,
Finde ich total lieb und dass du mir aus deinem Urlaub auf Sardinien geschrieben hast. Da war ich noch nie, sieht ja toll aus. Vielleicht muss ich da auch mal hin. Ja, ich hoffe, du konntest mittlerweile ein paar Videos von mir nachholen. Und ich werde die Grüße ausrichten an Puma, an Olaf und auch an meine Freundin Nadine. Also Nadine, liebe Grüße von Alessia. Ja, ganz, ganz lieben Dank. Ach, so schön. Ja, jetzt kommt eine Karte, die finde ich ja auch total schön. Wenn dich dein Leben nervt, streu Glitzer drauf. Schaut mal. Ja, das finde ich einen coolen Spruch. Jawohl. Ganz, ganz lieben Dank. Auch hier steht oben in Klammern, darfst du gerne vorlesen. Hallo liebe Nadine, ich hoffe dir und deinen Liebsten geht es gut. Doch, ja, heute kommt mein Liebster übrigens nach Hause. Der war jetzt wieder ein paar Tage beruflich weg und ja, heute sehe ich ihn wieder. Wollte dir einfach mal Danke sagen dafür, dass du dir immer so viel Mühe mit deinen Videos machst. Ich schaue sie so, so gern. Du hast mich auch schon mit dem einen oder anderen Produkt angefixt. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Liebe Grüße, Bianca. PS, ich fand die Karte passt so schön zu dir. Ja, das finde ich auch. Da hast du vollkommen recht. Also ganz lieben Dank für die tolle Karte, für deine lieben Grüße und dass du meine Videos so gerne schaust. Freut mich sehr. Ja, ich weiß auch nicht. Ja, ich mache das ja gerne. Es ist eines meiner größten Hobbys auch geworden, neben meinen anderen Hobbys. Und ja, ich freue mich einfach immer von euch zu lesen. Sei es durch die Zuschauerpost, sei es als Kommentar irgendwo unter meinen Videos. Also ganz lieben Dank für deine Karte, liebe Bianca. Ja, hat mich sehr, sehr gefreut. Dann haben wir noch eine Karte. Die kommt aus Berlin, aus Germany. Ja, da möchte ich auch irgendwann mal hin. Also wunderschön. Ich war noch nie in Berlin, leider. Aber ich denke, irgendwann wird es dann hoffentlich mal klappen. Liebe Nadine, einen ganz lieben Gruß schicke ich dir aus dem schönen Berlin. Du kannst dir gar nicht vorstellen, was für ein Lächeln du mir jedes Mal ins Gesicht zauberst. Lächeln ist leider eine Seltenheit bei mir geworden. Ich danke dir von ganzem Herzen. Deine Stille, dich... Such, Moment, deine Stille, dich, Treue. Ein Wort kann ich jetzt nicht entziffern. Deine Stille, dich, treue Zuschauerin, Justina. Ich glaube, Justina, ich hoffe, dein Name spreche ich richtig aus. Ich finde die Karte so schön. Schaut mal hier mit diesen Motiven hier. Auch die Briefmarke gefällt mir sehr, sehr gut. Ach, da hast du hier mit Washi-Tape das noch verziert. Sehr kreativ. Ja, liebe Justina, ja, das mit dem Lächeln, ich denke auch oft, man muss einfach mal versuchen, mehr zu lächeln. Es gibt oft vielleicht nichts zu lächeln und ich hoffe, ja, dass du auch ja, wieder mehr lächeln kannst und freue mich natürlich, dass ich dich mit meinen Videos erfreuen kann. Also, ganz, ganz lieben Dank für deine tolle Postkarte. Und dann habe ich noch eine aus Berlin. Das ist ja der Hammer. Freue ich mich sehr. Darfst du natürlich gerne vorlesen. Liebe Nadine, ich schaue so gerne deine Zuschauerpostvideos. Deshalb dachte ich mir, dass ich dir auch mal etwas schreiben muss. Ich bin 14 Jahre alt und komme vom Bodensee. Gerade bin ich in Berlin im Urlaub. Deshalb auch die Karte. Ich schaue dich seit etwa 2 Jahren und mag deine Videos sehr. Du kommst einfach sehr nett und sympathisch rüber. Mach weiter so. Liebe Grüße, Lucy. Oh, liebe Lucy, ich danke dir, dass du mir die Karte geschickt hast und du kommst vom schönen Bodensee. Habe ich schon viel von gehört, viel von gesehen, aber ich war noch nie dort. Da müsste ich auch mal hin zum Bodensee. Und ja, ich freue mich einfach, dass dir meine Videos gefallen, vor allem auch die Zuschauerpost-Videos. Ich mache das, ich nehme mir sehr gerne die Zeit und zeige eure Post, weil ich mich, ja, ich möchte einfach die Freude mit euch teilen. Ja, und bin total happy, liebe Lucy. Also ganz, ganz lieben Dank auch an dich für deine schöne Karte und deine lieben Worte. Jetzt kommen wir zur vorletzten Postkarte. Oh, aus der Türkei. Da war ich tatsächlich auch noch nie. Meine Eltern waren da letztens mal. Und das sieht ja auch traumhaft schön aus. Also das ist auf jeden Fall auch ein Land, wo ich gerne mal hin möchte. Ja, hallo liebe Nadine. Ich schicke dir sonnige Urlaubsgrüße aus Alanya. Alanya.
Mein Freund und ich machen hier eine Woche Urlaub. Leider ist es viel zu heiß, um viel zu unternehmen. Aber naja, am Strand ist es eh am schönsten. Nun habe ich auch mal die Gelegenheit genutzt und schreibe dir. Ich schaue dich unheimlich gerne, besonders die langen Hauls. Ja, liebe, wie heißt du? Lisa. Liebe Lisa, mein letztes Video war ein sehr langer Haul. Ich hoffe, den hast du gesehen und ich hoffe, er hat dir gefallen. Ich wünsche dir und deinen Liebsten noch schöne Sommertage. PS, ich heiße Lisa, bin 18 und komme aus Magdeburg. Ja, liebe Lisa, ganz, ganz lieben Dank für deine tollen Urlaubsgrüße. Ja, und ich freue mich sehr darüber, freue mich natürlich auch, dass dir meine Videos gefallen, vor allem meine langen Haul-Videos. Ja, und ja, sieht traumhaft schön aus, also da muss ich echt auch mal hin. Alania, ja, das ist wohl der Ort, wo ihr dann im Speziellen wart und so mit dem Leuchtturm, ach herrlich. Dankeschön, liebe Lisa. Die letzte Postkarte, die ich aus meinem Postfach gezogen habe, das ist, glaube ich, Griechenland. Thessaloniki. Wow. Auch die sieht wunderschön aus. Da war ich auch noch nie. Ja, durch meine Flugangst ist das natürlich so eine Sache, aber ich hoffe, ich komme irgendwann mal dazu. Jetzt schaue ich mal. Darfst du vorlesen? Geschrieben am 14.08. Hallo liebe Nadine, ich hoffe es geht dir gut. Mein Name ist Christina, 23 Jahre und schaue deine Videos seit über 2 Jahren. Ich studiere im Moment Informatik in Lonina, aber normal wohne ich bei meiner Mama in Thessaloniki und in den Semesterferien fliege ich nach Deutschland zu meinem Papa ins Schwabenländle in der Nähe von Stuttgart. Im Moment schaue ich dein Video Zuschauerpostvideo und dachte mir, dass ich dir auch mal eine Karte schreibe. Ein kleines Geschenk kommt noch. Nein, ich möchte, das hier ist Geschenk genug. Nichts schicken möchte ich nicht. Nein, nein, nein. Ihr erfreut mich ganz, ganz doll mit sowas hier. Ich hoffe, dir hat diese Karte gefallen und wünsche dir und deinen Lieben, Puma natürlich auch, einen schönen Tag. Liebe Grüße aus Griechenland. Ja. Also, liebe, wo war jetzt dein Name? Hast du mir deinen Namen verraten? Christina, genau, gleich am Anfang. Liebe Christina, ganz, ganz lieben Dank für deine lieben Grüße, für die tolle Karte. Da wohnst du ja wirklich an einer sehr, sehr schönen Ecke. Thessaloniki, wow. Ja, also uns geht es soweit gut und ich freue mich. Und wie gesagt, nichts schicken, also keine Geschenke. Möchte ich nicht, betone ich auch fast ja eigentlich in jedem Zuschauerpostvideo. Und es steht auch in der Infobox meine Postfachadresse. Und da steht auch immer, schreibe ich jetzt immer in Klammern, dass das Postfach wirklich nur für Briefe und ja, Karten ist. Und mehr möchte ich nicht, weil ihr macht mich unheimlich glücklich mit solchen Sachen hier, mit euren lieben Worten. Und ja, vielen, vielen lieben Dank, liebe Christina. Hab mich sehr gefreut. Und jetzt kommen wir zur Briefpost. So, ich habe mir schon Messerschere hier zurechtgelegt. Ja, ein sehr schöner Umschlag. Auch hier gefällt mir die Blumenbriefmarke. Ich muss immer zu den Briefmarken gucken. Liebe Grüße aus Salzkotten steht hinten drauf. Der Brief darf vorgelesen werden. Ja, dann mache ich das mal. Ich muss den aber erstmal öffnen. Salzkotten, da war ich auch noch nie. Natürlich habe ich das schon mal gehört. Der Brief ist ziemlich dick, da ist irgendwas noch drin. Ihr seid mir welche, ihr sollt mir nichts dabei stecken, ihr lieben Mäuse. Okay, ich habe hier, oh wow, eine wunderschöne, ach ist die schön, das ist so dieses 3D so ein bisschen, ne? Ach, guckt mal, sieht so ein bisschen verschwommen aus, das ist so ein Herz aus Muscheln. Wunderschön und da steht drauf, für die beste YouTuberin der Welt, ach Mann. Ach, das ist so lieb. Ganz, ganz lieben Dank. Ja. Ich finde sowas auch immer schön als Lesezeichen. Die sind so fest und griffig. Und wenn ich dann mal ein neues Buch jetzt anfange, dann glaube ich, dann werde ich das als Lesezeichen verwenden. Vielen lieben Dank. So, dann habe ich hier einen Brief. Und da stand ja, dass ich der Brief da vorgelesen werde. Oh, wow. Und dann noch in meinen Lieblingsfarben geschrieben. Sehr schöne Schrift. Geschrieben am 26.08.
Liebe Nadine, mein Name ist Emily und ich bin 12 Jahre alt. Ich mag dich und deine Videos unglaublich gerne. Du bist so sympathisch und nett. Hör bitte niemals auf mit YouTube, das wäre richtig schade. Ich selbst schminke mich noch nicht. Ich interessiere mich eher für Gesichtsreinigung. Aber trotzdem gucke ich auch die Videos, die etwas mit Schminke zu tun haben. Liebe Emily, das finde ich prima. Mit 12 Jahren habe ich mit Schminken auch noch nichts am Hut gehabt. Das fing erst richtig, was heißt richtig? Ich habe mich früher, bis vor 5 Jahren habe ich mich außer Puder und Mascara auch noch nicht. Also ich habe mich da erst so richtig jetzt, seit ich YouTube-Videos schaue, für interessiert. Und ich finde das prima, weil ich finde, mit 12 muss das nicht sein, dass man sich das Gesicht zukleistert. Und ja, also wie gesagt, ich glaube bei mir, dass ich mal das erste Produkt von meiner Mama entwendet habe, ich glaube, das war zuerst Mascara, das war mit 14 oder 15. Aber wie gesagt, finde ich toll, dass du trotzdem meine Videos gerne schaust. Ganz, ganz lieb von dir. Übrigens, es wäre so toll, wenn du mal eine Roomtour machen würdest. Das würde mich freuen. Ja, das könnte ich vielleicht mal irgendwann machen. Aber im Moment bin ich noch sehr am Umräumen und bin selber noch nicht so ganz zufrieden und möchte euch dann eine Roomtour abdrehen, wenn ich auch zufrieden bin. Aber liebe Emily, ich denke, das wird vielleicht dieses Jahr noch kommen. Ich wünsche mir, dass du noch mehr Abonnenten bekommst, denn das hast du doch total verdient. Auch das ist so süß von dir. Liebe Emily, es kommt nicht auf die Masse drauf an, sondern auf die Klasse. Und ich glaube, ich habe ganz, ganz viele unter meinen Abonnenten, die wirklich treu meine Videos schauen, so wie du. Und das ist mir viel wichtiger. Dann, also auf die Menge kommt es mir nicht drauf an. Aber dass ich so ein paar unter euch habe, die wirklich zu mir stehen und die mich wirklich, so wie du schreibst, mich so mögen, wie ich bin. Das finde ich ganz, ganz wichtig, aber total lieb. Dankeschön. Ich denke oder hoffe, dass ich dir noch einmal schreiben werde. Ich kenne dich zwar nicht persönlich, aber wie schon erwähnt, du bist so ein toller und herzlicher Mensch. Bleib so, wie du bist und lade fleißig noch mehr lange Videos hoch. Du machst mich mit deinen Videos sehr glücklich. Liebe Grüße an die beste YouTuberin Olaf und natürlich auch Puma, deine Emily. Und jetzt hast du es geschafft, jetzt schießen wir hier doch glatt, werden meine Augen ein bisschen nass. Ja, ich finde es auch schön, dass ihr, ja, daran erkenne ich halt, dass ihr auch die Grüße an Olaf, an Puma, ach Emily, Mann. Also ganz, ganz lieben Dank. Das bedeutet mir, seht ihr, das bedeutet mir so viel, eure lieben Worte zu lesen, wenn es mir mal nicht gut geht. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie oft ich dann eure Briefe zur Hand nehme. Und das baut mich dann wieder auf, ne? Bei mir gibt es natürlich auch mal Tage und Zeiten, wo es mir nicht so gut geht. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, das ist Balsam für meine Seele, wenn ich dann eure lieben Worte hier lese. Dankeschön, liebe Emily. Ja, und ganz liebe Grüße an dich. Und jetzt hast du mir auch noch was da reingelegt. Die Detox-Maske von Rival de Loop. Ich glaube, die habe ich zwar, aber ich habe die noch nicht gemacht innerhalb meines Maskenvernichtungsprojektes. Ausgleichende Pflege, Entspannung mit Phytinsäure und Gartenkresse. Also, liebe Emily, ich glaube, die werde ich so jetzt irgendwann mal machen. Und dann werde ich euch berichten in einem meiner nächsten Aufgebraucht-Videos. Also ganz, ganz lieben Dank. Und dann hast du mir noch, was ist das? Ach, das sind Nagelfeilen, Matchbox. Ach, wie süß. Schaut mal, hier sind Kiwis drauf abgebildet. Aber hier unten steht irgendwas mit Nail. Moment, ich packe das mal aus. Kiwis esse ich so, also früher mochte ich Kiwis nicht. Ich schneide die immer offen und esse die pur oder mache sie mir durch den Quark. Mittlerweile kaufe ich mir sehr oft Kiwis und esse die total gerne. Aber ich denke, da geht es mir nicht alleine so. Es gibt Sachen, die hat man früher nicht gerne gegessen und plötzlich mag man sie. Ach, so süß. Ach, wie niedlich. Schaut mal. Das sind hier ganz viele, 1, 2, 3, 4, 5, 6 kleine Nagelfeilen. Und ich mag das ja, diese Sandblattfeilen. Und da sind dann diese Kiwis drauf gedruckt. Ach, wie süß. Das kommt in meine Handtasche, liebe Emily. Es gibt nichts Schlimmeres, wie wenn man unterwegs ist und plötzlich reißt ein Nagel ein und dann hat man da so eine spitze Kante. Und ja, ganz, ganz lieben Dank, liebe Emily. Hab mich sehr gefreut und vor allem über deine lieben Worte. Und ja, Dankeschön. So, jetzt habe ich hier einen Brief, der so ausschaut. Hier seht ihr nochmal meine Postfachadresse.
Hier schön draufgemalt Sternchen und Herzchen und hinten zugeklebt mit einem Washi-Tape, wieder mit Herzchen und meine Lieblingsfarbe. Mann, ihr seid alle so kreativ. Finde ich toll. Jetzt bin ich mal gespannt, woher der Brief kommt. Auch der fühlt sich, auch da steckt was drin. Ja, ich glaube, meine Teesammlung erhöht sich wieder um ein paar Beutel. Darfst du gerne vorlesen, das finde ich prima. Vielen Dank für die Info. Und jetzt gucke ich aber erstmal nach dem Brief. Am 5.8. geschrieben. Och, wie süß. So schönes Didelpapier. Hallo Nadine, ich habe mir mal einen Didelblock geschnappt und dachte mir, ich schreibe dir mal. Ich heiße Hanna und komme aus Fürstenwalde, eine kleine Stadt in der Nähe von Frankfurt an der Oder. Ich war letzte Woche in Polen und habe dort in einem Rossmann Gesichtsmasken gefunden und musste an dich denken. Ich mag deine Videos sehr, sehr gerne, vor allem die langen. Ich mag deine Art sehr gerne. Bleib so wie du bist, liebe Grüße Hanna. PS, Grüße auch an Olaf und Puma. Ach Mann, danke schön, liebe Hanna. Total süß, dass... Ja, auf Didel habe ich früher auch gestanden, als ich noch jünger war. Obwohl, ich glaube, ich habe sogar noch irgendwo eine Didelmaus, ja. Ganz, ganz lieben Dank für deine lieben, lieben Worte. Und ja, jetzt warst du in einem Rossmann in Polen und jetzt sehe ich hier gerade, das ist wahrscheinlich die Maske davon. Sie hat mir hinten was draufgeklebt. Maske mit Kakaobutter. 10 bis 15 Minuten einwirken lassen und mit einem weichen Kosmetiktuch abnehmen. Ganz, ganz lieben Dank, dass du mir das draufgeschrieben hast, weil, ja, hier steht, glaube ich, auch ansonsten nichts Deutsches drauf. Oh, da freue ich mich sehr drüber. Kakao kann nur gut sein und am liebsten würde ich sie mir gleich ins Gesicht machen. Aber vielleicht mache ich die auch innerhalb eines Maskenvernichtungsprojekt-Videos. Ja, das kann passieren. Also ganz, ganz lieben Dank, Hanna. Dann hat sie mir noch eine Probe von Vichy Aqualia Thermal. Oh, Dynamic Hydration Power Serum. Das habe ich, glaube ich, noch nie benutzt, sowas. Ein Power Serum. Bin ich schon sehr gespannt. Intensivserum für alle Hauttypen. Dynamische Feuchtigkeit. Ganz, ganz lieben Dank. Werde ich ausprobieren. Und zwei Teebeutel hat die liebe Hanna mir reingepackt. Von Cornwall Aronia. Aromatisierter Früchtetee mit Hibiskus. Da kann ich, glaube ich, sagen, den habe ich noch nie benutzt. Noch nie getrunken. Werde ich mal bald probieren. Und von Alnatura Schokoschei. Den hatte ich schon mal und ich mag den sehr. Und das passt auch jetzt schön in den ja, jetzt kommenden Herbst und Winter. Ja, ganz, ganz lieben Dank, Hanna. Für deine lieben Worte, für deinen tollen Brief und für die Maske bin ich schon sehr gespannt drauf. Vielen, vielen lieben Dank und liebe Grüße an dich. Ja, dann kommt es zum nächsten Brief. Der fühlt sich auch... Irgendwie ist hier was drin, da ist irgendwas Dickes drin. Ja, machen wir den mal offen. Kein Absender drauf. Schauen wir mal, ob ich den vortragen darf. Es wird wahrscheinlich ein etwas längeres Video wieder, aber ja, ich finde, das bin ich euch schuldig, dass ich, was heißt schuldig, aber ich mache das halt total gerne. Ne? Ihr wisst, wer mich schon länger kennt, weiß, dass ich lange Videos oft mache. So, Brief, ja, auch hier ist was drin. Jetzt muss ich mal gucken. Ach, das sind hier, okay, Moment, mehrere Briefe. Ein unheimlich schönes Briefpapier von Prinzessin Lilifee. Aus Witten, am 30.07. geschrieben. Und hier oben steht eine 1. Darfst du gerne vorlesen. Liebe Nadine, endlich komme ich auch mal dazu, dir einen Brief zu schreiben. Ich heiße Vivian. Bin seit 5 Tagen 18 Jahre alt und komme aus Witten. Dann gratuliere ich dir nachträglich ganz herzlich zum Geburtstag. 18, das ist ja schon so, ne? Man ist volljährig, das weiß ich noch. Da habe ich auch damals, als ich 15, 16 war, konnte ich es nicht erwarten, 18 zu werden. In der Nähe von Dortmund. Ja, das ist ja nicht ganz so weit weg von mir. Ich schaue dich jetzt schon seit rund einem Jahr und muss ehrlich sein, das erste Video von dir, wo ich mal kurz reingeschaut hatte, hat mir komischerweise gar nicht gefallen. Kurze Zeit später bin ich erneut auf deinen Kanal gestoßen. Du bist seitdem vor allem aus meinem Abendprogramm nicht mehr wegzudenken. Keine Ahnung warum. Mir das eine deiner Videos damals nicht gefallen hat. Jetzt mag ich dich umso mehr. Ich weiß ja jetzt nicht, was das war für ein Video.
Aber es freut mich umso mehr, dass du plötzlich Gefallen gefunden hast an meinen Videos. Du hast eine wunderbare Art, sehr sympathisch, Dankeschön, und bereicherst sehr häufig meinen Tag und Abend. Ich schaue wirklich jedes deiner Videos bis zum Ende und kann abends so nach einem stressigen Tag sehr gut abschalten. Besonders in den diesjährigen Osterferien während meiner Abiturvorbereitung, die übrigens sehr erfolgreich waren, ja, da gratuliere ich natürlich, warst du immer mein Lichtblick eines deiner Videos am Abend, nach dem Lernen, perfekt. Deine langen Videos liebe ich total, die kann man sich so schön einteilen, sodass man jeden Abend was anzuschauen hat, auch wenn mal 2-3 Tage kein Video kommt. Abschließend möchte ich Danke sagen. Danke für deine tollen Videos und dafür, dass du so bist, wie du bist. Ja, oh Mann, so lieb geschrieben. Jetzt hat sie mir hier noch so einen Zettel dran geklebt. Da steht, ich hoffe, du konntest alles halbwegs gut lesen. Liebe Grüße an dich, deine Vivian, nur für dich. Ach so, okay, da ist nur für mich. Okay, liebe Vivian, deine Schrift ist wunderschön. Ich konnte alles sehr gut lesen und mich freut es einfach, ja. Weil der ein oder andere mir schon mal geschrieben hat, Nadine, deine Art und Weise, wenn ich mal krank bin, wenn ich mal abends nicht schlafen kann oder zum Einschlafen, schaue ich dich gerne. Und ich finde das auch prima, dass du erwähnt hast, dass man sich meine langen Videos ja auch einteilen kann. Und ich finde das auch so. Also mittlerweile kommen auch gar nicht mehr so viele Kommentare, wo jemand schreibt, Nadine, viel zu lang, das guckt sich keiner an. Und durch eure Briefpost bestätigt sich das ja, dass es doch einige meiner Abonnenten gibt, die eben auch meine langen Videos schauen. Und dafür danke ich dir von Herzen, ja, für deine lieben, lieben Worte. Vielen lieben Dank, Vivian. So, jetzt ist hier aber noch ein Zettel, hat sie mir. Auch, das darf ich, ach, da steht jetzt die 2, auf dem stand die 1. Auch so schönes Didelpapier. Darfst du vorlesen. PS, die Maske von Alverde ist aus einer LE von diesem Jahr, die ich durchweg toll fand. Die Maske hatte ich mir 2-mal mitgenommen, aber leider gar nicht vertragen. Oh, das ist schade. Die Kiehls-Produkte waren Goodies von Douglas, sind noch unbenutzt. Damit kann ich auch nichts anfangen. Familie, Freunde wollten es nicht. Deshalb hoffe ich, dir eine kleine Freude bereiten zu können. Viel Spaß beim Testen oder natürlich auch weiterschenken, wenn du es noch nicht behalten möchtest. Och, das ist lieb von dir. Du weißt natürlich, das wäre nicht nötig gewesen, aber diese Alverde-Maske, die habe ich mir damals auch mitgenommen. Ich habe sie noch nicht probiert. Ich hoffe natürlich jetzt, dass es mir nicht so ergeht wie dir, dass ich sie nicht vertrage. Aber ich glaube, ich habe bisher immer eine sehr unproblematische Haut, was Masken angeht. Also ich glaube, noch nicht direkt irgendwie reagiert auf eine. Alverde-Fan bin ich sowieso. Leider schreibt Alverde nie die LE-Namen auf ihre Produkte. Ich weiß jetzt auch nicht mehr, was das für eine LE war. Es ist diese 2-in-1-Peeling-Maske. Und da steht drauf, Feuchtigkeit, Fruchtsäure, Mandel, Klatschmohnextrakt aus kontrolliert biologischem Anbau. Ja, ich glaube, die werde ich auch mal bald machen. Ganz, ganz lieben Dank, freue ich mich sehr. Und von Kiehls, Kiehls ist, glaube ich, eine sehr ja, hochwertige Marke auch, sage ich mal. Finde ich ja prima, teste ich sehr gerne. Da haben wir einmal die Micro Blur oder Blur Skin Perfection. Steht da irgendwas auf Deutsch? Hautperfektionierende Pflege mit Mikro-Weichzeichner-Effekt. Ach, dann ist das sowas, was man vor Make-up, ne? Also auf die Haut aufträgt, damit die Haut wahrscheinlich ebenmäßiger aussieht. Freue ich mich sehr, das auszuprobieren. Und noch von Kiehls Powerful Strange Line Reduction Konzentrat. Ein Konzentrat, okay. Intensives faltenmilderndes Konzentrat. Ja, mit 18 Jahren, ne, wie alt warst du jetzt? 18, ne? Mit 18 braucht man auch noch nichts gegen Falten. Ich mit meinen 39, okay, fängt so langsam an. Also dieses Jahr hat sowieso mich vieles nicht runtergezogen. Aber man merkt jetzt so langsam, ja, dass man keine 18 mehr ist. Aber gut, das gehört zum Leben dazu. Und deshalb freue ich mich jetzt, das ausprobieren zu dürfen. Und irgendwann werde ich es in einem Aufgebraucht-Video dann zeigen. Also ganz, ganz lieben Dank. Liebe, liebe, liebe. Name vergessen. Nicht, dass ich wieder irgendeinen Namen hier vertausche. Vivian, ne? Ja, ganz lieben Dank, liebe Vivian, über deine ganz, ganz lieben Worte. Und, ne, freue ich mich sehr. So, der nächste Brief. Fühlt sich auch irgendwie dick an. Aus Langenfeld von irgendeiner A-Punkt. Okay.
bin gespannt. Also irgendwie ist das ein etwas dickerer Brief auch. Jetzt muss ich aufpassen, der ist mit Tesa zugeklebt. Ich glaube, ich hab's. Ja, Akku habe ich auch noch. Oh, ich sehe schon. Mein Teevorrat wird nie zu Ende gehen, dank euch. Ihr seid so lieb. Ach, herrlich. So, jetzt gucke ich mal. Nicht, dass ich was übersehen habe. Nein. So, ein orangefarbener Brief. Darf vorgelesen werden. Coole Farbe. Liebe Nadine, da ich am liebsten deine Zuschauerpostvideos schaue, habe ich mir gedacht, dass ich dir jetzt auch mal schreibe. Ich mag deine natürliche und offene Art sehr gerne. Deine Videos sind super und ich finde, du hättest mehr Abonnenten verdient. Ich habe noch einen Videowunsch. Könntest du vielleicht mal einen Follow Me Day oder so etwas drehen? Ja, muss ich auch mal machen. Oft denke ich dann, okay, aber irgendwie dann, ich weiß auch nicht, ja, wenn nicht so was Spannendes ist. Aber ich werde bestimmt mal bald versuchen, so ein Follow Me Around oder wie sich das nennt, abzudrehen. Ich bin genauso ein Teetrinker wie du, weshalb ich dir ein paar meiner Lieblinge beigelegt habe. Oder bin ich gespannt gleich. Vielen Dank. Zu mir. Ich heiße Amanda und bin 28 Jahre alt. Ich bin vom Beruf Krankenschwester. Ich habe einen Hund namens Mia. Liebe Grüße, Amanda. Amanda finde ich auch einen sehr schönen Namen. Ja, Krankenschwester. Weißt du, Amanda, früher wollte ich auch Krankenschwester werden. Dann hatte ich mal ein Vorstellungsgespräch und dann irgendwie habe ich einen Rückzieher gemacht, weil, ja, so Blut, Nadeln und so, Aber ich finde es ein toller, toller Beruf und vielen lieben Dank für deine lieben, lieben Worte. Ja, freut mich wirklich sehr und liebe Grüße an deinen Hund Mia und ja, jetzt gucke ich mal mir deine Teelieblinge an. So, da hat sie mir reingepackt von Milford. Kühl und lecker Limette mit kaltem Wasser aufgießen. Das ist ja interessant. Ja, das werde ich auch mal ausprobieren. Ich denke, es werden auch noch vielleicht ein paar wärmere Tage kommen. Sehr lecker, auch mit Eiswürfeln und frischer Limette. Das finde ich ja süß. Amanda hat mir hier noch einen Tipp drauf geschrieben. Okay, mit Eiswürfeln. Ja, ich glaube, ich habe aktuell Eiswürfel auch noch im Kühlfach. Dann Apfel-Ginkgo von Westcliff. Nee, den hatte ich auch noch nicht. Apfel-Ginkgo hört sich sehr frisch und fruchtig an. Oh Mann, brasilianische Limette, die habe ich schon das ein oder andere Mal getrunken. Sehr erfrischend von Teekanne, finde ich sowieso tolle Tees. Und vielen, vielen lieben Dank. Kleine Sünde, kommt mir auch bekannt vor. Ich glaube, den hatte ich auch schon mal in der Zuschauerpost. Und ja, freue ich mich sehr drüber. Das ist ein Früchtetee mit Heidelbeer-Vanille-Aroma. Und von Messmer karibischer Tropicana Ananas-Kokostee. Das hört sich total lecker an, weil ja, Ananas esse ich gerne, Kokos liebe ich auch vom Duft. Jetzt weiß ich gleich wieder nicht, was ich trinken soll. Vielen, vielen lieben Dank, liebe Amanda, für deine Teelieblinge. Ja, freue ich mich schon sehr drauf. So, einen Moment, ich muss jetzt mal eben, bevor ich weitermache, auf die Toilette. Bis gleich. So, da bin ich wieder zurück. Ja, also liebe Grüße an dich, liebe Amanda. Und jetzt mache ich weiter mit dem vorletzten Brief von aus Bremen. Aus Bremen. Fühlt sich auch so an, als wäre da nicht nur ein Brief drin. So, jetzt habe ich ihn geöffnet. Vorsichtig. Oh oh, ich glaube, ich habe irgendwo reingeschnitten, oder? Okay, schauen wir mal. Oh, das ist, okay, das ist, sind mehrere Zettel, oder? Das sind, ach, du ahnst es nicht. Ja, holt euch noch schnell einen Kaffee oder einen Tee. Das sind zwei volle Seiten und ein bisschen auf der dritten Seite. Diesen Teil darfst du auch bei YouTube vorlesen. Okay, vielleicht kommt gleich noch ein Teil nur für mich. Okay. Liebe Nadine, zunächst bitte ich um Entschuldigung dafür, dass ich per PC und nicht per Hand schreibe, aber ich habe eine so unleserliche Schrift, dass du daran hier schier verzweifeln würdest. Das macht überhaupt nichts. Finde ich toll, dass du mir schreibst. Freue ich mich sehr drüber, egal ob mit Handschrift oder PC. Eigentlich schreibe ich keine Fanbriefe, aber bei dir treibt es mich ausnahmsweise doch dazu. Das finde ich ja lieb.
Ich schaue deine Videos bereits seit Mitte 2012 und bin immer noch mit Herz und Seele dabei und freue mich sehr, was ich sehe, dass du wieder eins online gestellt hast. Wow, also bist du fast zu meinen YouTube-Anfängen. Ja, 2012 habe ich ja angefangen. Das finde ich prima, dass du so eine treue Zuschauerin bist. Dankeschön. Sogar das Bügelvideo schaue ich von Anfang bis Ende. Okay, im Moment stecke ich noch mittendrin, weil mir die letzten Tage etwas die Zeit fehlte, aber das Wochenende steht kurz bevor. Moldavid-Videos zu schauen, das ist für mich eine meiner Wohlfühloasen. Rauf aufs Sofa, unter die Decke, Kaffeetasse in die Hand, herrlich. Meistens schaue ich deine Videos am Wochenende, beim oder vor dem Frühstück, wenn mein Liebster auch noch selig vor sich hinschnarcht. Oder wenn ich mal krank bin oder wann immer ich eine Pause vom Alltag brauche. Ja, ich finde immer einen Grund. Wie süß. Auch ich finde das so schön geschrieben. Dankeschön, das freut mich sehr. Im Laufe der Zeit habe ich also vermutlich fast alle Videos geschaut. Manche sogar mehr als einmal. Ich finde es so faszinierend, wie sehr du auf Details achtest, die mir selber in der allgemeinen Alltagshektik gar nicht auffallen würden. Und ich finde deine ganze Art ungeheuer sympathisch. Oh, dankeschön. Ja. Ja, wahrscheinlich gehe ich mehr aufs Detail ein. Dadurch werden natürlich manche Videos auch viel, viel länger, ne? Aber es freut mich umso mehr, dass dir das gefällt. Du bist, und das meine ich ausdrücklich positiv, einerseits so herrlich normal und andererseits so ganz besonders. Och, dankeschön. Wenn ich dich über dein Leben, deinen Mann, deine Familie, deine Freunde, den Chor, das Tischtennis plaudern höre, macht es immer den Eindruck, als ob du dort in Liebe geborgen wärst. Und das ist genau das, was ich dir wünsche. Von Herzen nur das Allerbeste und Menschen in deinem Umfeld, die dich genauso wie du bist, zu schätzen und zu lieben wissen. Oh, jetzt kriege ich schon wieder Pipi gleich in die Augen. Ja, aber das hast du wirklich richtig erkannt. Mir ist am allerwichtigsten im Leben meine Familie, dass es denen gut geht. Ich fühle mich pudelwohl, wenn ich meine lieben Menschen, meine Familie, meine Freunde um mich herum habe. Und das weiß ich wirklich zu schätzen. Und das hast du schon richtig erkannt. Die ganzen anderen Hobbys, die ich noch habe und Tätigkeiten, sei es Tischtennis, meine zwei Chöre, meine Family, ja, ich sag mal, ihr kriegt jetzt auch nicht alles mit, aber schon sehr viel. Und ja, meine Familie, mein Mann, Puma, das macht mich alles glücklich. Und ja, Dankeschön. Von all deinen Videos schaue ich am liebsten die mit den aufgebrauchten Dingen. Die Sammlungen, die Abschminktalks, die Videos mit deiner Freundin Nadine. Ach, und alles andere auch. Dankeschön, das freut mich echt, ja. Ich hoffe, dass du nie die Lust an der ganzen Kosmetik verlierst und dass es dir nicht zu viel wird. Auch nicht angesichts der Massen, die du mittlerweile besitzt. Ehrlich gesagt wäre ich selber von so viel Kram überfordert. Aber es freut mich, dass du offenbar trotzdem immer noch deinen Spaß daran hast. Ganz egoistisch wünsche ich mir, dass das immer so bleibt, damit noch viele, 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 viele weitere Videos kommen. Ja, das war jetzt auch wieder aktuell Thema unter meinem letzten Haul-Video, unter meinem Sparschwein-Kosmetik-Haul-Video. Klar, für viele ist es viel, aber das ist eins meiner größten Hobbys und da könnte ich, glaube ich, jetzt auch versuchen, das zu erklären. Aber ich denke mal, jemand, der sich damit nicht so beschäftigt, der kann das auch nicht verstehen. Aber nichtsdestotrotz habe ich immer noch alles in einem guten Überblick, sage ich mal. Und wie gesagt, ja, ist schwierig zu erklären. Aber ich sage mir immer, fast jeder Mensch hat irgendwo ein Ding, was ihm gefällt. Steht vielleicht auf Handtaschen, kauft sich vielleicht einmal im Monat eine neue Handtasche oder ein neues Oberteil oder neue Schuhe oder Schmuck oder ein tolles Parfüm. Und ich verzichte auf solche Dinge, ich verzichte auf andere Sachen und stecke meine Liebe und meine Freude in diese Sachen rein. Und es, ja, also ich bleibe erstmal auch dabei und ja, freut mich, dass dir meine Videos gefallen. Übrigens habe ich durch deine Videos schon einige Produkte kennengelernt, die ich mittlerweile selber sehr schätze. Zum Beispiel den Garnier Clean and Fresh Augen Make-up Entferner oder Backerbsen. Oh, jetzt kriege ich Hunger. Ja, also Brühe mit Backerbsen, ich liebe es. Habe ich vorgestern noch gegessen, gestern Abend. Und den Garnier Clean and Fresh Augen Make-up Entferner, das ist ja der grüne, ne?
Ja, den hatte ich eine Zeit lang sehr, sehr oft in Gebrauch. Im Moment habe ich den gar nicht mehr. Ich vergesse den immer zu kaufen. Der ist echt toll. Ja, Brühe mit Backerbsen drin war im März während einer langwierigen Grippe sozusagen mein Grundnahrungsmittel. Aktuell liebäugle ich mit einer Urban Decay Palette. Na mal sehen. Ich glaube, lange kann ich nicht mehr widerstehen. Wenn ich mir eine zulege, dann wird es die Naked 3. Die Naked 3 ist echt eine super Palette auch, ja. Kann ich dir auch zuraten. Ich finde es überhaupt nicht schlimm, dass dein Englisch nicht immer vom Feinsten ist und dass du kein absoluter Profi beim Schminken bist. Was soll's? Ich brauche es nicht perfekt. Ich mag es gerne menschlich und mit Spaß an der Sache. Und genau, ja, die Leute möchte ich ja auch erreichen, ne? Die einfach Spaß an meiner Art haben und ich stehe zu meinen Schwächen und ich finde, wenn jemand zu seinen Schwächen steht, macht es ihn stark. Versteht ihr, wie ich meine? Ich habe da nicht. Ich habe keine Probleme, euch zu sagen, wo meine Schwierigkeiten liegen. In Fremdsprachen, im Englischen. Ich bin kein Schminkprofi, aber ich nehme euch sehr, sehr gerne mit auf meine Reise, auf meine Ausprobierreise. Und ja, das ist, freut mich, dass dir das Spaß macht auch. So, und damit du einen ganz kurzen Einblick hast, wer dich hier so zusämpft, kommen hier noch ein paar Infos zu mir selbst. Wahrscheinlich kannst du es dir eh nicht merken, weil du so viel Post bekommst, aber trotzdem. Allerdings bitte ich dich, diesen Teil ab hier nicht bei YouTube vorzulesen. Sehr gerne mache ich das. Also erstmal, das lese ich dann mir gleich in Ruhe durch. Und klar ist es viel Post, was man bekommt. Man kann sich nicht immer an alles so zurückerinnern, aber vieles bleibt auch in meinem Kopf gespeichert. Das muss ich sagen. Ja. Also jetzt erstmal vielen herzlichen Dank für deine wahnsinnig tolle Post, für deine lieben, lieben Worte. Das werde ich mir gleich den Rest für mich durchlesen. Und ja, ganz, ganz lieben Dank. Finde ich einfach, ja, hat mir Freude bereitet, es vorzulesen. So, jetzt der letzte Brief von einer Wiebke aus Schönkirchen. Schaut mal, mit einem Engel. Ja, ich liebe Engel. Ich habe viele Engel. Also hier im Haus so. Weiß ich nicht, irgendwann fing das mal an. Ach. Und die Rückseite, ach wie süß, auch noch mal ganz, ganz tolle Aufkleber, schaut mal, ach wie niedlich, Dankeschön, Wiebke. Jetzt gucken wir mal, so, okay, oh ein Foto, oh schön, ach und da ist ein Regenbogen drauf, ach wie schön, ich gucke erstmal. Ich meine, die Wiebke, wenn du das bist auf dem Foto, ich sehe sie nur von hinten geknipst, aber ja, trotzdem. Ich gucke erstmal. Ich habe hier zwei Zettel, einen größeren Brief. Ich weiß nicht, ob ich es vorlesen darf. Darfst du gerne vorlesen? Supi. Hier oben steht's. Freue ich mich sehr, dass du mir das dahin geschrieben hast. Hallo Nadine, ich hoffe, es geht dir gut. Doch, danke. Im Moment geht's mir eigentlich ganz gut. Mir geht es momentan auch sehr gut, denn ich habe noch Sommerferien. Allerdings nur noch bis zum 31. August. Danach heißt es wieder ab in die Schule. Okay, der 31., dann bist du jetzt seit ja, diese Woche, letzte Woche? Ja, also sind deine Sommerferien jetzt gerade zu Ende. Und ja, ich kenne das von früher. Man fiebert auf die langen Sommerferien hin und dann plötzlich schwuppdiwupp sind sie schon wieder um und man muss in die Schule. Aber gut, da musste ich auch durch. Naja. Was will man tun? Ach ja, ich heiße Wiebke und bin 14 Jahre alt. Ich habe dir auch schon mal eine Versandtasche geschickt. Also, ne? Hier, das hätte gereicht, liebe Wiebke. Allerdings zusammen mit meiner Freundin Melanie. Melanie und Wiebke, ja, ich kann mich dran zurückerinnern. Stimmt. Vielleicht erinnerst du dich. Ja, so, es kommt. Diesmal wird es aber nur ein Brief. Ja, jetzt muss ich schon wieder schimpfen, das Wörtchen nur. Hättest du dir sparen können, weil für mich ist das was ganz, 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 ganz Tolles, eure lieben Worte. Ja, freue ich mich sehr drüber. Denn du möchtest ja nicht, dass dir jemand etwas zuschickt. Genau, das möchte ich nicht. Und natürlich halte ich mich daran. Ich habe dich jetzt schon seit einem Jahr abonniert und ich muss sagen, du und deine Videos versüßen mir echt den Alltag. Du bist so natürlich und hast eine tolle Persönlichkeit. Dankeschön. Außerdem bist du nicht so fixiert auf die positiven Bewertungen oder das Abonnieren wie manch andere YouTuber. Genau das macht dich so sympathisch. So,
Ich höre jetzt besser auf mit dem Gelobe, sonst kriegst du noch Pipi in den Augen. Ja, da hast du recht. Das geht mir sehr ans Herz, weil ich spüre, so wie ihr schreibt, ich spüre richtig daraus, dass ihr das ernst meint. Dass ihr wirklich meine Art mögt, ne? Auch wenn ihr noch jünger seid. Und das, gerade das finde ich einfach, hätte ich nie gedacht, dass, weil ich ja jetzt schon ein bisschen älter bin. Aber ja, dass mich auch Jüngere von euch gerne schauen, das freut mich sehr. Und mit dem, was hast du geschrieben? Nicht so fixiert. Auf positive, ja, natürlich freue ich mich immer über einen Daumen hoch, ne, und über einen lieben Kommentar. Es darf auch mal kritisiert werden, ne? Ein lieb kritisierter Kommentar, gerne erwünscht. Ja, ich bin jetzt gut. Du meinst wahrscheinlich manche YouTuber, die vielleicht in einem Video sagen, so, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Ja, ich weiß nicht, das ist nicht so meine Art. Keine Ahnung, das finde ich unnötig, weil ich denke, diejenigen unter euch, ihr wisst, wie YouTube funktioniert und ich muss euch nicht dann noch daran erinnern, dass ihr mir einen Kommentar da lassen sollt oder einen Daumen hoch geben sollt. Deshalb, ja, das hast du schon richtig erkannt. Also, das macht eher von euch aus und genau. Viele liebe Grüße auch an Olaf und Puma. Deine Wiebke. PS, ich wohne übrigens in Schönhorst. Das ist ein Dorf mit höchsten 80 Einwohnern und liegt bei Kiel. 80 Einwohner nur? Ach, wie süß. Ja, ich wohne ja auch hier in einem Dorf. Kleines Dorf, aber nee, da, ein paar Einwohner mehr haben wir. Ich weiß gar nicht, wie viele. Knapp 1000 vielleicht oder 800? Bin mir nicht sicher. PPS, ich hätte noch einen Videowunsch und zwar vielleicht ein Update zu deiner Bodylotion- und Duschgel-Sammlung. Okay, ist gespeichert. Ich schau mal. Ich bin ja gerade so, was Duschgele angeht und Bodylotions, da kaufe ich im Moment nicht viel nach, muss ich gestehen. Da bin ich brav, weil ich möchte auch aufbrauchen. Aber vielleicht drehe ich das auch mal ab. Ja, Wiebke, also ganz, ganz lieben Dank. Und wie gesagt, ich habe mich mega gefreut über deine lieben, lieben Worte. Dann so süße Aufkleber. Und das bedeutet mir viel, viel mehr, wie wenn ihr mir jetzt irgendwas noch in eine Versandtasche packt. Ne? Ich bin jetzt total happy, dass du mir geschrieben hast und ganz, ganz lieben Dank. Und jetzt hast du mir hier noch einen Zettel beigepackt. Ach so, Instagram. Auf dem Foto sieht man schön Horst und einen wundervollen Regenbogen. Im Hintergrund erkennt man auch unser Haus. Das große Fenster in der Mitte gehört zu meinem Zimmer. Okay, ich werde das Foto jetzt für mich behalten. Finde ich wunderschön, ist ein ganz, ganz tolles Bild mit dem Regenbogen. Ja, werde ich auch in Ehren halten. Aber das möchte ich jetzt nicht zeigen, weil das ist für mich persönlich. Ja, also Wiebke, ganz, ganz lieben Dank und liebe Grüße an dich nach Kiel. So, jetzt habe ich die Briefe, glaube ich, durch, ne? Genau, es wird ein langes Video. Aber gut, viele von euch mögen das ja und ich nehme mir gerne die Zeit und mir macht es unheimlich viel Spaß, für euch diese Videos zu drehen. Jetzt habe ich hier so eine, warte mal. Da ist kein Absender drauf. So einen festen, dünnen Umschlag. Das ist so aus Pappe. Moldavit. Ach, wie süß. Schaut mal hier, so Aufkleber. Puma. Meine Postfachadresse. Ach, wie schön. Okay, ich mach mal, hier sind so Klipse dran. Ich glaube, ich brauche ein bisschen länger, um das hier zu öffnen. Moment. Das sind hier diese, wie nennt man die? Oh, diese Nadeln stecken da drin. Und ich glaube, ach, ich finde das so schön hier mit dem Washi-Tape. Mann, ihr seid alle so kreativ. Ich finde das so, so toll. So, jetzt habe ich es. Mal schauen. Ein Brief. Ist noch was drin. Okay. Moment, wo packe ich das hin? Widme ich mich erstmal dem Brief. Oh, für Nadine. Darfst du gerne vorlesen. Geschrieben am 6. August. Auch ganz, ganz tolle Aufkleber überall. Hallo Nadine, endlich habe ich es geschafft, dir zu schreiben. Ich heiße Lenina. Lenina steht hier. Lenina, auch noch nie gehört. Toller Name. Und ich bin 12 Jahre alt. Mit meiner Mama schaue ich mir total gerne deine Videos an. Freut mich sehr. Liebe Grüße auch an deine Mama. Ich finde, du bist eine ganz tolle YouTuberin. Ich mag dich einfach so, weil du so natürlich und ruhig bist. Da hört man dir viel lieber zu, als wenn man einfach alles dahin schnattert. Süß. Ja, bin ich so ruhig? Komme ich so ruhig rüber? Ja, finde ich schön. Auf jeden Fall, dass die Art und Weise bei euch ankommt.
Bitte, bitte bleib so toll, wie du bist. Ich habe dir zwei kleine Dinge beigelegt. Einmal meinen Lieblingstee von Lilifee und einen ganz tollen Strohhalm. Auf der Verpackung von dem Strohhalm steht die Anwendung drauf. Wenn du magst, kannst du es ja mal probieren. Ich würde mich riesig freuen, wenn du mal auf meiner Beauty-Instagram-Seite vorbeischauen möchtest. Ich heiße dort... Okay, ich schau mal vorbei. Ich nenne es jetzt hier nicht, weil ich nicht weiß, ob dir das recht ist. Ich wünsche dir weiterhin noch ganz viel Glück. Liebe Grüße aus Düsseldorf. Liebe Grüße, Lenina. Moment. So, da bin ich wieder. Also, liebe Grüße aus Düsseldorf, Lenina. So ein schöner Name und dann so schöne Aufkleber hier überall. Ach Mann. Nein, das... Ich weiß auch nicht. Ich hatte gerade schon wieder gläserige Augen, weil... ja, Dankeschön. 12 Jahre. Und ich bleibe natürlich so, wie ich bin. Und mich freut es wirklich so, so sehr, dass du mir geschrieben hast... Und jetzt hast du mir deinen liebsten Tee, Prinzessin Lilifee, Erdbeer-Himbeer. Den werde ich mir heute trinken, liebe Lenina. Oh ja, den trinke ich. Den trinke ich heute und denke an dich. Und ein Strohhalm. Was ist das denn? Das finde ich ja... Hört ihr das? Das ist so ein Zipa-Trinkhalm mit Geschmacksperlen. Ja, das habe ich ja noch nie gesehen. Schaut mal. Das kenne ich ja gar nicht. Das ist ja toll. Einfach in ein Glas kalte Milch stecken und sippen, steht hier. Sippen. 3,5 Gramm fettarme Milch. Ey, das ist ja... Bin gerade baff. Toll. Werde ich ausprobieren. Ich bin gerade hin und weg. Also ein Trinkhalm mit Geschmacksperlen. Wow. Milch trinke ich sehr, sehr gerne. Im Winter so warme Milch mit Honig oder Kakao. Und das kann man, glaube ich, in kalte Milch stecken, oder? Liebe Lenina, du kannst mir ja mal schreiben, stecke ich das in kalte Milch? Ich denke mal, wo? Oder muss ich warme Milch nehmen? Aber das muss ich auch bald ausprobieren, das ist ja toll. Dankeschön. Vielen, vielen lieben Dank. Oh Mann, ihr seid zu lieb zu mir. Die nächste Versandtasche kommt von Diepholz, von einer Angelina. Ne? Wie gesagt, ich erwähne es immer wieder, ihr sollt mir nichts schicken, weil ihr seht ja, ich freue mich so über eure Worte, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und ich möchte einfach nicht, dass ihr Geld ausgibt für mich. Und jetzt gucke ich mal, was die Angelina... Wow, ich sehe schon. Angelina, Nagellack. Ach Mann, ihr seid so lieb. So, ein kleiner Brief. Liebe Nadine, seit Monaten schaue ich deine Videos. Mach weiter so. Anbei schicke ich dir ein paar lila Artikel. Viele Grüße, Angelina. Och, auch so eine tolle Schrift. Angelina. Ja, ich freue mich natürlich, dass dir meine Videos gefallen. Und ich hoffe auch, dass sie dir weiterhin gefallen. Und das ist so lieb von dir. Meine Lieblingsfarbe, lila. Und ich liebe Montagne Jeunesse. Angelina hat mir zwei Montagne Jeunesse Masken reingepackt. Das sind die mit brasilianischem Schlamm. Pflegt und regeneriert. Mit Acai, Beeren und Avocado. Ich glaube, die habe ich noch nicht gemacht. Oh, ich kann wieder Masken machen. Dankeschön. Freue ich mich mega drüber. Aber das sollst du nicht machen. Und zwei Nagellacke in meiner Lieblingsfarbe. Den hier von Catrice, der kommt mir bekannt vor. 46, Barry Potter and Plumbledore. Ja, das ist ein super schöner Nagellack und ich glaube, den gibt es so nicht mehr. Und ich glaube, ich habe den schon, aber ich liebe ja Catrice Nagellacke. Einmal wegen dem Pinsel, der schön breit ist. Und weil es meine Lieblingsfarbe ist und weil er so unheimlich schön changiert. Oh, Dankeschön. Und dann kenne ich gar nicht, Incolor bei Jordana Supershine. Made in USA. Boah, das ist ja auch ein toller Lavendelton, der auch so ein schönes Schimmern hat, ne? So metallisch changierend. Double Formaldehyd frei sogar. Wow. Das ist die Nummer
011 Lovely Lilac. Also da freue ich mich drauf. Und ich glaube, liebe Angelina, ich glaube, den lackiere ich mir als nächstes, weil es halt eine Firma auch ist, die ich gar nicht kenne. Made in USA. Ich gucke mir mal den Pinsel an. Wow. Ja. Okay, der Pinsel ist zwar nicht so breit, aber da muss ich halt ein bisschen mehr aufpassen beim Auftragen. Das wird bei mir schon... Der riecht aber lecker. Wieso riecht der so gut? Irgendwie riecht der angenehm. Beerig, fruchtig. Der stinkt nicht so. Wow. Ich bin überrascht. Freue ich mich mega drüber. Ganz, ganz lieben Dank für deine lieben Worte und für die lila Sachen. Ihr seid zu lieb. Oh mein Gott. Und viele liebe Grüße an dich. So, jetzt habe ich noch zwei Versandtaschen. Da steht einmal hier drauf Teil 1 und hier steht Teil 2 drauf. Kommt von einer lieben, ja, die Liebe kenne ich. Die hat mir auch geschrieben, dass sie mir was schickt. Sie hat auch einen YouTube-Kanal hier. Katis Channel, glaube ich, ne? Ja, die liebe Kati. Liebe Kati, du sollst mir doch nicht hier zwei Versandtaschen zuschicken. Aber gut, wir haben ja kommuniziert und ich verlinke euch den Kanal von der lieben Kati mal. Auch eine ganz, ganz liebe Maus und schaut mal bei ihr vorbei. Ich schaue sie auch unheimlich gerne. Ich mag ihre Stimme, ich mag ihre Art, dieses Fröhliche. Kann ich euch nur empfehlen. So, und jetzt gucke ich mal, Kati. Du ahnst es nicht, was? Ja, sag einmal. Das muss ich aber gleich schimpfen hier. Was heißt schimpfen? Ja, für Nadine darfst du vorlesen. Gut, liebe Kati. Freue ich mich, dass ich das vorlesen darf. Puh. Kannst du vorlesen? Hallo, liebe Nadine. Seit einiger Zeit schaue ich regelmäßig deine Videos und bin immer wieder von dir und deiner natürlichen Art begeistert. Dankeschön. Du bist für mich wie eine Freundin geworden. Denn wenn es mir mal nicht so gut geht, bringst du mich mit deinen Videos wieder zum Lachen. Freut mich sehr. Deshalb möchte ich dir hiermit Danke sagen und bleib bitte so, wie du bist, denn das macht dich und deinen Kanal aus. Ich finde es auch ganz toll, dass du, dass du den süßen Puma ab und zu mit in das Geschehen einbringst. Er ist einfach goldig. Ja, das stimmt. Da ich auch einen YouTube-Channel habe, würde ich mich riesig freuen, mal etwas mit dir zusammen zu machen. Zum Beispiel ein Tauschpaket oder man hat ein bestimmtes Thema und lädt das Video zum jeweiligen Tag zusammen hoch. Es würde mich sehr freuen, von dir zu hören. Wenn du interessiert bist, ist hier meine E-Mail. Okay, Adresse, umdrehen. PS, ich habe dir zwei Umschläge geschickt. Im zweiten ist auch etwas für Puma dabei. Ich hoffe, du freust dich über die Sachen, welche ich dir geschickt habe. Und du hast viel Spaß damit. Danke nochmal für dein Abo. Ich freue mich schon auf deine nächsten Videos. Deine Kati aus der Landeshauptstadt von... MV? Jetzt stehe ich wieder auf dem Schlauch. Okay. Ich danke dir für deine lieben Worte und ja, wie gesagt, ich verlinke deinen Channel mal und jetzt hat die liebe Kati mir eine totes Meermaske reingelegt. Ich liebe Schäbensmasken gegen Pickel und Mitesser. Freue ich mich mega drüber. Fühlt sich gut an, ja. Werde ich bestimmt mal bald ausprobieren. Ich danke dir. Und ja, du brauchtest mir jetzt, also dein Brief hier, ne? Das ist schon so mega, mega lieb von dir und ich freue mich mega darüber. Jetzt hat sie mir auch noch hier die W7 in the Buff Palette reingelegt. Liebe Kati, die habe ich schon. Jetzt hat sie die auch zugeklebt. Du bist mir eine Marke. Also, die habe ich schon. Finde die ganz, ganz toll. Das sind ja diese Dupes zu den Naked-Paletten. Mann, du bist verrückt und dann noch unbenutzt. Ach, du verrückte Maus. Guckt euch das an. Ne? Also, viele von euch werden sie kennen. Ich finde diese Paletten wunderschön, auch als Dupe. Und ach, jetzt habe ich ein Backup. Oder wenn es dir nichts ausmacht, erfreue ich damit meine Schwester. Das kannst du mir ja mal schreiben. Aber ansonsten werde ich die in Ehren halten. So schnell wird das ja nicht schlecht.
Ja, ich danke dir von Herzen, aber das sollst du nicht tun. Für mich Geld ausgeben, du liebe Maus. Und ja, wir können ja mal gucken. Vielleicht machen wir irgendwann mal zusammen ein Thema. Ne? Mal schauen. Jetzt hat sie mir ja hier noch Teil 2 reingepackt. Verrückte Maus. Mann. Auch da schaue ich jetzt rein, wenn ich es vorsichtig geöffnet bekomme. Und für Puma ist hier was drin. Oh, lecker. Jetzt weiß ich, was ich gleich esse. Ja, für Puma hat sie reingepackt. Da steht da total drauf von Frohlig Godo. Godo Mix. Das ist gut. Das sind diese Stangen. Ja, sowas kriegt er zwischendurch als Belohnung. Und ich danke dir. Da wird er sich sehr, sehr drüber freuen. Jetzt im Moment macht er gerade ein Schliefchen auf meinem Bett. Ich werde ihm aber liebe Grüße ausrichten. Ja, und die liebe Kathi weiß, ich stehe total auf Esspapier. Als Kind schon. Ich habe es immer geliebt und liebe es. Und dann noch Apfelgeschmack. Oh, große Liebe. Und sowas, ja, wie viel Scheiben? 12 Essobladen, die sind ratzifatzi weg bei mir. Also, liebe Kathi, ich danke dir für deine lieben Worte. Und ja, für die lieben Goodies. Wie gesagt, die In the Buff hattest du wahrscheinlich damals nicht mitbekommen. Ist auch schon ein bisschen länger her, wo ich mir die mal zugelegt habe. Aber wie gesagt, ich habe ein Backup. Oder wenn es dir nichts ausmacht, erfreue ich meine Schwester zum Beispiel. Aber ja, du hast sie mir ja geschenkt. Und normal darf man ja geschenkte Sachen nicht weiterschenken, oder? Mann, hast du die denn auch, die Palette? Ich hoffe doch mal. Ihr seid wahnsinnig. Also, liebe Grüße an dich, liebe Kathi. Und ja, das war jetzt die Zuschauerpost. Ich räume jetzt erstmal hier auf und bringe eure Post in Sicherheit. Werde mir gleich einen Tee machen, ein bisschen Esspapier knabbern. Und dieser lustige, wo ist er? Dieser Strohhalm hier, der wird bestimmt heute ausprobiert. Mit Erdbeergeschmack, lecker. Also ihr Lieben, ich danke euch von Herzen. Eure lieben, lieben Worte bedeuten mir mega viel. Ja, ich hatte jetzt wirklich oft Pipi in den Augen und spüre einfach, dass ihr das ehrlich meint und dass ihr mich wirklich gerne schaut und auch viele Jüngere, auch Ältere, also ich glaube, ich habe vom Alter her ein bunt gemischtes gemischtes Zuschauerfeld und das erfreut mich sehr. Ja, jetzt muss ich das erstmal sacken lassen, eure lieben Worte. Dankeschön. Danke, danke, danke. So, und jetzt würde ich sagen, ihr Lieben, ich habe seit neuestem auch dieses Snapchat. Und da, der Name ist auch verlinkt, Moldavid13. Ja, also wer mir auf Snapchat mal folgen möchte, freue ich mich natürlich auch. Ich muss gestehen, ich komme noch nicht so ganz so gut mit klar, aber ich übe noch und es klappt immer besser und es macht mir auch Spaß. Und ja, das nur mal am Rande. Und jetzt würde ich sagen, ich bedanke mich fürs Einschalten, für eure Zeit. Freue mich, wenn ihr im nächsten Video wieder einschalten würdet. Und bis dahin, ihr Lieben, bleibt mir gesund und bis ganz bald, eure Nadine.